weeks later. So, das Material ist angekommen und ich statte der Tischlerei einen Besuch ab. Das ist das Material. Es wird in 26 cm breiten Brettern geliefert. Die Farbe ist etwa betongrau. Die Sägespäne, aus denen es zu 83% bestehen soll, sind noch gut zu erkennen. Aber ich will die Meinung des Chefs der Tischlerei hören. Was sagt er zu dem Material? Meine Meinung dazu, interessantes, neues Produkt, verarbeitbar scheint es gut zu sein. Zu schneiden geht's gut, zu schleifen geht's gut, zu fräsen auch. Die Kreissäge ist auch noch nicht kleben geblieben, weil der Kunststoff da ist. Nein, nein. Okay. Die Hartmetallsägeblätter, die gehen da überall durch wie Butter. Ne? Die Oberfläche sieht nicht überall 100% gleich aus. Weil es größtenteils aus Sägespänen besteht, bietet es sich an, es genau so zu imprägnieren wie Holz, mit Öl oder Wachs. Die dunklen Bereiche hat die Tischlerei testweise mit ihrem Produkt imprägniert. Benutzt man das Pflegeöl des Startups, bleibt die graue Farbe des Materials bestehen. Genau diese Imprägnierung werde ich wählen. Oui, oder wie die sich aussprechen. Ja, genau, why, genau. Why, ja. Genau. Daraus bauen wir jetzt die Küche, ja. Es ist sehr schwer, das Material, ja. Also erheblich schwerer als MDF oder Spanplatte. Oh, ja. Ja, ja. Also das ganze Paket hier hat 700 Kilo gewogen. Ob das höhere Gewicht ein Nachteil oder ein Vorteil ist, wird sie noch zeigen. Jedenfalls macht es einen stabilen Eindruck. Und die Erfahrung wird dann zeigen, was dabei rauskommt, ne? Cool. Vielen Dank. Ich bin ja mal gespannt, wenn Sie dann schon sagen. Der Aufbau der Küche soll nicht besonders kompliziert werden. Auf der einen Seite sollen das Waschbecken, der Herd und ein Kühlschrank stehen. Gegenüber eine Arbeitsfläche mit Schubkisten. Schubläden, Schubkästen, Schubkästen, Schubladen. Das Zeug ist schwer, ja? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir tun das so. Wie Kilo hat das halt jetzt? Na, komplett ist mit Schubkästen wiegt da. Was waren es? 89 Kilo? 89 Kilo. Und das ist schon so ein Nachteil, kann man sagen, ne? Ja. Also, wenn die Küche noch größer wäre, denke ich, hätte ich schon Probleme, irgendwie mit einmal die Herzen machen. Ja. Aber das Gewicht hat auch einen Vorteil. Es ist stabil und belastbar. Was auch gut ist, ist... Dass man eben schneiden kann. Also muss man wirklich sagen, also vom Schneiden her ist es wirklich fast identisch wie mit MDF. Nur, dass die Säge von der Standzeit her ein bisschen weniger hält. Und MDF hätte man locker mit einer Säge geschnitten, die halt zwei braucht. Was heißt Standzeit? Wird heiß? Oder? Na, bis die Säge so abgestumpft ist, dass der Schnitt nicht mehr schön aussieht. Und dann lieber die Säge gewechselt und schärfen lassen. Und ja. Der Laie, der damit nichts zu tun hat, merkt das meistens nicht mehr. Ja. Na, von der Idee her ist es schon toll, wenn es nicht so schwer wäre. Mhm. Aber es ist auch mal was anderes, muss man auch sagen. Das hat nicht jeder. Der Deal mit dem Startup Y Design: Wenn ich die Küche irgendwann nicht mehr brauche und die Platten zurückschicke, schreddern sie ihre Platten und machen daraus neue Möbel. Das ist das Konzept der Kreislaufwirtschaft. Für die Griffe habe ich Edelstahl gewählt, 100% recycelbares Monomaterial. Oben drüber bauen die beiden Tischlerkollegen die geplanten Holzregale an die Wand. Und die Stabilität der Arbeitsplatte ist offenbar ganz hilfreich. Hält bei dir? Ja, bin drin. Geil. Ich denke nachher, wenn es fertig ist, denkt jeder, die Küche ist komplett aus Stein gemacht. Ne? Das ist so aus, wie so mit Terrazzo. Ja, stimmt. Von der Haptik, ne? Ja, cool. Ein paar Mini-Änderungen wird es noch geben. Hier kommt die Waschmaschine rein. Es fehlen noch Rückwände und der Wasserhahn. Auch das Badezimmer ist noch nicht ganz fertig. Auch hier fehlen nach wie vor Armaturen, am Waschbecken wie auch in der Dusche. All das und noch viel mehr machen wir in der nächsten Episode.